Gestern hatte ich euch im zweiten Video gesagt, dass ich noch kurz auf einem Berg war, hier auf dem Brauneck, mit dem Hintergrund die Zugspitze. Und schon in Kindesjahren habe ich das gemacht, dass ich am letzten Tag des Herbstes, bevor der Schnee kam, nochmal Fahrrad gefahren bin. Und das habe ich gestern auch gemacht. Und das war eben am gestrigen 19. November. Vor einem Jahr war es der 7. November, wieder der gleiche Blick, danach hat es hier eingeschneit. Und vor 2 Jahren war es der 20. November, da konnte man auch noch ohne weiteres mit dem Rad hier rauffahren und dann war letztendlich Schluss. Übrigens vor 2 Jahren, dann wenige Tage später, sah das Ganze in den Bergen so aus und das nehmen wir jetzt als Hintergrundbild. Grüße Sie und grüße euch. Wir haben jetzt ein paar Tage Frühwinter. Gestern hat es ja in weiten Teilen Norddeutschlands den ersten Schnee gegeben, bis ganz runter. In der Nacht zog eine Kaltfront über uns hinweg, die klatscht jetzt gegen die Alpen. Da geht das Ganze in Schnee über und dann tobt erstmal für ein paar Tage die Polarluft, ehe es in die andere Richtung geht. Schauen wir uns mal kurz die Luftmasse an, die wir jetzt erstmal in den nächsten Tagen haben werden und die am Samstag in der Nacht noch über uns liegt. Und wir nehmen mal den großen Ausschnitt, den wir gewohnt sind. Da haben wir Temperaturen zwischen minus 5 und minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Ich habe das Gefühl, ich habe die Kaltfront von hinten gegen den Schädel gekriegt. Egal. Auf jeden Fall ist es noch winterlich kalt. 2 Tage später sieht das Ganze so aus. Die wärmste Luftmasse, die es jetzt um diese Jahreszeit geben kann, kommt zu uns gezogen. Wie mit dem Hebel wird das umgelegt. Man wird sich am Sonntag und Montag vorkommen, als wären wir im Frühling. Nicht überall, aber in weiten Teilen Deutschlands. Wir haben zweistellige Plusgrade und 20 Grad wird es nicht geben, aber 18 Grad sind da schon möglich. Gehen wir nochmal zurück und schauen uns die Temperaturen der Taupunkte an. Jetzt wird es nämlich interessant. Also Taupunkt bedeutet, wenn man die Luft runterkühlt, dann ist irgendwann die Luft gesättigt, sie kann keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen und es bildet sich Tau, in dem Fall wäre das reif, es bildet sich Nebel. Und die Taupunkte liegen in der Nacht auf Samstag um 1 Uhr bei unter 0 Grad am Alpenrand, ist es am kältesten. Und wenn 2 Nächte später diese sehr milde Luftmasse über uns liegt, liegen die Taupunkte da. Im Norden im Plusbereich, und da gibt es keinen Schnee mehr, da gibt es keinen Frost, aber im Süden ändern die sich kaum. Und jetzt kommt der Clou. Die Tiefstwerte in der Nacht von Freitag auf Samstag liegen in Deutschland verbreitet im Frostbereich. In der Nacht von Sonntag auf Montag, wo diese extrem milde Luftmasse über uns ist, sind es im Nordwesten an die 10 Grad plus. Aber im Süden Deutschlands ist da kaum ein Unterschied zwischen dem, was 2 Tage vorher war. Hier sind wir geschützt vom Wind und wir haben eine Schneedecke. Und Schneedecke wird das nächste Thema sein. Bis einschließlich Samstag wird es immer wieder Schnee geben. Und das sind nach dem amerikanischen GFS-Modell die Schneehöhen am Samstagmorgen. Da haben wir in Norddeutschland ein bisschen was, im Bereich der Mittelgebirge und natürlich im Süden rund um die Schweiz. Da wird so viel Schnee geben. Vor allem morgen Nachmittag und Abend gibt es hier eine richtige Schneebombe. Nach dem europäischen ECMWF-Modell haben wir ziemlich verbreitet eine Schneedecke. Wobei ich glaube, dass das Modell hier für den Norden ein bisschen übertreibt. Ansonsten ist es winterlich und das kanadische GEM-Modell macht in weiten Teilen Deutschlands ebenfalls eine Schneedecke. Das meiste rund um die Schweiz. Wir haben also einen winterlichen Eindruck. Danach wird das größtenteils alles verschwinden. Schauen wir mal auf die Luftmassentemperaturen. Wir beginnen mit Saarbrücken im Westen. Rote Linie ist das langjährige Mittel aus 30 Jahren, also das Klimamittel. Die weiße Linie das Mittel aller Einzelberechnungen. Und die Einzelberechnungen finden wir in den verschiedenen Farben. Unten sind die Niederschlagssignale. Wir sind jetzt erst einmal bei Werten von unter 5 Grad minus und schnalzen dann innerhalb eines Tages hoch auf fast 15 Grad plus. Das ist irre. Und danach geht es langsam wieder runter und es sind einige Läufe dabei, die gehen hier ziemlich weit runter. Und zum Beispiel die Farben, die wir hier sehen, sehen wir auch bei den Niederschlagssignalen. Das heißt, die kälteren Läufe würden Niederschlag bringen, in dem Fall Schnee. Und die milderen Läufe wären Hochdruck geprägt. Und das aus dem Nähkästchen. Jetzt, als ich gerade diese Sendung gebaut habe, ist der Nullerlauf eingetrudelt von Mittwoch früh. Und der macht einen Kaltlufttropfen und ist eher wieder winterlich ab Mitte der kommenden Woche.
Das Ganze vom europäischen ECMWF-Modell sieht genauso aus. Und wenn wir in den Osten gehen, nach Dresden, auch hier gibt es ein paar kalte Tage mit Schnee, dann gehen die Temperaturen schnurstracks nach oben. Später pendeln sie sich ums langjährige Mittel ein mit ein paar Niederschlagssignalen, sowohl beim amerikanischen als auch beim europäischen Modell. Da ist wieder alles Mögliche mit dabei, aber es ist tendenziell eine durchschnittliche Witterung. Es kommt jetzt keine brachiale, supermilde Westlage und es kommt auch keine brachiale, tief winterliche Lage, wie zum Beispiel 2010, sondern alles ganz, ganz normal. Für den Winter gar kein so schlechtes Omen und auch hier ist dieser kurze extreme Peak drin. Was die Niederschlagssummen angeht, wir haben ja jetzt schon einiges an Niederschlag gehabt. Für die nächsten rund zwei Wochen nach dem europäischen Modell wird es nass bleiben und auch nach dem amerikanischen Modell wird es nass bleiben. Am Ende des Vorhersagezeitraums haben beide Hauptläufe vom europäischen ECMWF-Modell und vom amerikanischen GFS-Modell jeweils eine schwache Westlage drin. Deshalb ist das Ganze so nass. Nass, das Stichwort für gestern. Ich habe das Ding abgespeichert um 4.12 Uhr. Ich hätte es auch noch ein bisschen später abspeichern können jetzt. Da waren es knapp 14 Liter deutschlandweit gemittelt, im Südwesten sehr viel, im Schwarzwald. Totmos hatte über 80 Liter auf den Quadratmeter. Und das ist eine Menge. Fast 14 Liter. Und wir werden wahrscheinlich nicht den nassesten Tag des Jahres haben, aber schaut euch mal den Vergleich an. Das sind alle Einzeltage des Jahres bisher. Der nasseste Tag des Jahres war der 2. Januar mit rund 17 Liter deutschlandweit gemittelt und der zweitnasseste Tag war gestern. Ob wir da noch ganz hinkommen zum nassesten Tag, aber da kann man mal einfach so am Gartenzaun ein bisschen mitschnabeln. Ohohoho, deutschlandweit hatten wir gestern den zweitnassesten Tag des Jahres. Auch eine interessante Meldung. In Sachen Sonnenscheindauer war nichts los. Tiefstwerte minus 4 Grad in Sachsen, plus 7 Grad in Konstanz und am Hochrhein und am Oberrhein. Und die Höchstwerte lagen bei 1 Grad im Nordosten und gerundet 14 Grad. Ein einzelner Wert war das im Werdenfelser Land in Garmisch, 13,6 Grad. Da ist es so, hier in dem Kessel rund um die Berge außenrum, egal wo der Wind herkommt, in dem Fall aus westlichen Richtungen, das war der berühmte Westföhn in Garmisch mit eben bis zu 14 Grad. Das sind jetzt keine Temperaturen, sondern das sind die Windspitzen, die es gestern im Flachland gegeben hat. 95 km/h waren es im Saarland, 18 in Schleswig-Holstein und 17 am Königssee. Hier hatten wir windgeschützt durch die Alpen so gut wie keinen Wind. Und im Norden Deutschlands hatten wir windgeschützt eben die niedrigen Windgeschwindigkeiten und die niedrigen Temperaturen. Wir gehen nochmal auf die Höchstwerte ein. Da war alles so knapp über 0 Grad. Hier hat es ja dann auch geschneit. Und genau an der Grenze, zum Beispiel Westmünsterland, im Norden des Westmünsterlandes 5 Grad, im Süden 11 Grad. Schon eine ganz krasse Wettergrenze und sowas auch mit dem Wind. Im Norden sehr windschwach und ansonsten hat es ordentlich gerappelt. Und es bleibt rappelig durch dieses kräftige Tief mit der hochreichenden Kaltluft. Es kommt diese Polarluft zu uns gezogen. Am Sonntag geht es in die andere Richtung. Da kommt so eine Sichel herangezogen. Dann die Isobarendrängung, liniengleichen Luftdruck, sehr, sehr eng, es wird windig werden. Die Warmluft kommt heran und danach, Mitte der kommenden Woche, will es dann langsam wieder kältere Luft probieren. Da baut sich dann ein neues Hoch auf und dieses kleine Tief wird sich abschnüren zu einem Kaltlufttropfen und könnte dann in der Folge wieder Frühwinterwetter bringen. Temperaturen gehen auch schnell wieder zurück, liegen ja bei über 10 Grad in 1500 Meter Höhe und sinken dann auf rund 0 Grad ab. Der heutige Tag bringt noch am Alpenrand am Vormittag letzte Schneefälle, sonst sind ein paar Schauer unterwegs. Am Nachmittag gibt es weitere Schauer im Norden, im Süden immer mehr Sonnenschein. Es sind rund um die Küsten auch Gewitter dabei. Dazu weht starker bis stürmischer Wind aus West bis Nordwest bei Temperaturen zwischen minus 1 Grad in den östlichen Mittelgebirgen, 7 Grad in den Niederlanden und an der Nordsee und 8 Grad an der unteren Mur. Der morgige Donnerstag bringt dann auch wieder Schnee und Graupelschauer im Laufe des Nachmittags. Das ist jetzt von Mittwoch, das ist die Mittwochskarte. Ich bitte das zu entschuldigen, das ist ein kleiner Kopierfehler. Am morgigen Donnerstag kommt von Südwesten dieses ominöse Schneefallgebiet herangezogen mit starken Schneefällen in Elsass-Lothringen, im Süden Baden-Württembergs, vor allen Dingen aber in der Schweiz und im Norden sind weitere Schnee- und Graupelschauer unterwegs. Das heißt, dazwischen gibt es mal einen Streifen, wo es ein bisschen netter ist und im Südwesten setzt der starke Schneefall ein. Zum Feierabend wird es in den Gebieten, die man sonst gar nicht so vermutet, Oberrhein, Hochrhein, Bodensee, Hochrheintal oder Alpenrheintal,
Vorarlberg und in der Schweiz. So richtig tief winterlich mit Glättegefahr. Hier kommt der Wind durch dieses Tief reingezogen, also aus nordöstlichen Richtungen. Sonst haben wir kräftigen Südwestwind. Die Höchstwerte liegen bei minus 3 Grad. Bei den Schneefällen in Alpennähe plus 7 Grad sind es an der Nordsee und im Südosten Österreichs. Am Freitag zieht in der Nacht dieses Schneefallgebiet nach Osten und schwächt sich ab. Sonst sind Schneeschauer unterwegs, auch tagsüber immer wieder Schneeschauer, die am Nachmittag dann zahlreicher werden. Da kommt noch mal ein Schwall feuchterer und auch ein bisschen kältere Luft aus. Außer auf der Nordsee. Da kommt etwas mildere Luft, so gehen hier die Schauer eher wieder in Regen und Graupel über. Im Binnenland sind es verbreitet Schneeschauer. Auf der Alpen-Südseite gibt es Nordföhn mit strahlendem Sonnenschein. Der Wind kommt kräftig aus südwestlichen Richtungen. Der Pfeil ist hier ein bisschen ungünstig, da müsste ein anderer Pfeil noch dabei sein. Auf jeden Fall ist es auf der Alpen-Südseite sonnig, sonst eben immer wieder Schneeschauer. Die Temperaturen liegen bei minus 4 bis plus 4 Grad. 7 Grad sind es an der Nordsee. Dann kommt der Samstag. Der Übergang von der kälteren in die mildere Witterung. Noch hält sich die Kaltluft bei minus 2 bis plus 8 Grad. Letzte Schneeschauer klingen ab. Im Südwesten ziehen dann Wolken auf, auch im gesamten Westen später. Die bringen gegen Abend ein bisschen Schnee, der in Regen übergeht. Zieht dann am Sonntag nach Osten ab. Sonst haben wir Sonnenschein und Wolkenfelder bei 2 bis 15 Grad. 2 Grad über den Schneeflächen, wo sich ein bisschen Dunst bildet, wo kein Wind ist. Und am Nordrand der Mittelgebirge sind 18 Grad drin. Vielleicht gerundet sogar 19. Müssen wir uns dann rantasten. Am Montag wird es dann wieder ein bisschen unbeständiger. Von Nordwesten her kommt Regen herangezogen. Es bleibt aber sehr mild. Im Südosten hat sich nach einer frostigen Nacht dann Nebel gebildet und nicht überall wird sich der Nebel auflösen. Da bleibt es entsprechend kälter. Am Dienstag gibt es dann Durchmischung, das heißt ein Tief kommt herangezogen. Auf der einen Seite ziehen die Wolken mit Regen und Schnee ab, auf der anderen kommen neue herangezogen. Dazwischen zeigt sich die Sonne bei 4 bis 12 Grad. Und am Mittwoch kommt dann dieses Tief, das wir eben gesehen haben, mit Regen und Schneeregen bei 3 bis 11 Grad. Danach gehen die Temperaturen runter und es deutet sich dann zumindest in der Südosthälfte wieder eine frühwinterliche Witterung an. Kommen wir zu den Ensembles für den Norden Deutschlands. Hier haben wir jetzt ein paar Tage knapp über 0 Grad, dann an die 10 Grad, später um die 5 Grad, immer wieder mit Niederschlagssignalen. Jetzt noch als Schnee, dann lange Schneepause. Hinten raus Anfang Dezember sind wieder ein paar Schneesignale dabei. Im Westen sieht es genauso aus. Die Temperaturen gehen deutlich nach oben, dann zwar wieder runter, bleiben aber im unwinterlichen Bereich größtenteils mit Niederschlägen, kaum noch welche dann als Schnee. In der Mitte um die 0 Grad, dann geht es Richtung 10, danach um die 5 Grad. Immer wieder Niederschlagssignale zum Monatswechsel und Anfang Dezember wieder wenige Schneesignale. Jetzt viele Schneesignale. Im Osten auch jetzt viele Schneesignale, kalte Temperaturen, dann geht es rauf, später wieder runter. Anfang Dezember ein paar schüchterne Schneesignale. Im Süden Deutschlands geht es in den Dauerfrostbereich mit Schnee, dann deutlich nach oben, ehe es wieder ein bisschen runtergeht und wechselhaft bleibt mit wenigen Schneesignalen. Genauso in Genf in der Schweiz jetzt die Schneesignale und kalt, danach milder, immer wieder mal Niederschlagssignale, kaum was davon als Schnee. Und zu guter Letzt noch der Blick nach St. Pölten. Hier auch erstmal kalt die nächsten Tage, dann Werte zwischen 0 und 5 Grad im groben Schnitt, immer wieder Schnee, Niederschlagssignale. Wovon mehr und mehr dann auch wieder Schnee mit dabei sein wird. Hier sind wir ein bisschen weiter im Osten. Euch einen schönen Mittwoch und bis später.